In diesem Video zeige ich dir die Verbbildung für das Vorgangspassiv, und zwar hinsichtlich der Zeitform des Präteritums der Mitvergangenheit. Beginnen wir gleich mit der Bildung. Dies ist hier zweiteilig, und zwar wird das Präteritum im Vorgangspassiv gebildet mit dem Hilfsverb werden im Präteritum plus dem Partizip Perfekt oder Partizip 2. Schauen wir uns das Ganze hinsichtlich der Bildung der Personalformen an, und zwar zuerst im Singular, also in der Einzahl, mit dem Verb fragen. Hier lautet die erste Person Einzahl: Ich wurde gefragt. Zweite Person Einzahl: Du wurdest gefragt. Und schließlich die dritte Person Einzahl: Männlich, weiblich, sächlich, er, sie, es wurde gefragt. Was auffällt, die Bildung des Präteritums von werden ist jeweils auf die Personalform abgestimmt. Partizip 2 bleibt immer gleich. Dann noch die Personalformen im Plural. Erste Person, Mehrzahl, wir wurden gefragt. Zweite Person, Mehrzahl, ihr wurdet gefragt. Und schließlich noch die dritte Person, Mehrzahl, gleich wie die erste Person, Mehrzahl, sie wurden gefragt. Hinsichtlich der Bildung von ganzen Sätzen schaut der Sachverhalt folgendermaßen aus. Im Aktiv lautet der Satz: Er kaufte das Haus. Der gleiche Vorgang im Vorgangspassiv geschildert lautet: Das Haus wurde von ihm gekauft. Wir sehen hinsichtlich der Verbbildung aus kaufte, wurde gekauft, und hinsichtlich der sonstigen Änderungen von aktiv zum Vorgangspassiv. Aus dem Subjekt er wird das Präpositionalobjekt im dritten Fall von ihm, und aus dem vierten Fall das Haus wird der erste Fall das Haus. Fällt hier nicht auf, weil die Artikelbildung hier beim sächlichen Artikel die gleiche ist. Schauen wir uns das Ganze noch in einem weiteren Satz an. Aktiv: Wir pflanzten die Bäume. Lautet der gleiche Sachverhalt im Vorgangspassiv: Die Bäume wurden von uns gepflanzt. Das war ein kurzer Überblick über die Bildung des Präteritums im Vorgangspassiv.